Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Ich glaube, die für die meisten irgendwas Neues sein wird und vor allem auch in dieser Konstellation. Dass das ein fantastischer Prozess wird, wo wir die ganze gesamte Ausstattung der Region an Gremien und Organisationen aufs Tableau bringen und dann schauen, wie im Einzelnen die Beziehung der Zusammenarbeit aussieht. Also für mich war erstmal wichtig, dass wir eine Evaluierung durchführen für unsere Arbeit in der RAG LIDA. Die Evaluierung für uns Grundlage für die Fortschreibung der Entwicklungsstrategie. Am Anfang war ich skeptisch, aber ich musste dann doch feststellen, dass die Methode auch sehr gut dazu geeignet ist, die Arbeit insgesamt in der Breite darzustellen. Es gibt noch einiges, was wir nachholen müssen dazu, aber ich denke, wir sind auf dem Weg. Da gibt es viele Dinge zu bedenken und zu beachten. Was sind die Aufgaben der verschiedenen Mitarbeiter des Landratsamtes? Also wir haben rausbekommen, dass die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt als RAG nicht eine ist, die ein Selbstläufer ist. Wenn wir Regionalentwicklung machen, dann kommen wir nicht um die Fachbereiche drumherum. Und damit noch, sagen wir mal, auch in der Kommunikation viel bewusster und sensibler umzugehen, ja, das ist eigentlich so eine zentrale Sache. Wir werden bei der Zielsetzung über die Entwicklungsstrategie dann auch nochmal genau schauen, mit welchen Partnern müssen wir unsere Arbeit intensivieren und wo sind eigentlich auch Partner, wo wir die Arbeit so ein bisschen auch unter Beachtung der vorhandenen Ressourcen vernachlässigen können. Wir haben ein paar sehr starke Partner, die wir werden auch die Arbeit mit dem Landratsamt intensivieren. Also ich bin immer wieder überrascht, dass es letztendlich sehr angenehm ist, in der Konstellation zusammenzuarbeiten, auch wenn es zwischendurch mal schien, dass uns das Ding auseinanderfliegt. Aber wir haben ja sowohl methodisch miteinander diskutiert, als auch inhaltlich. Und auf beiden Ebenen sind sehr viele Dinge deutlich geworden. Der wichtigste Punkt ist, nochmal eine intensivere Arbeit mit der Wirtschaftsförderung. Regionalentwicklung hat viele, viele, viele kleine Handlungsfelder, die bedient werden müssen. Man darf nicht nur auf ein Highlight setzen, man muss Regionalentwicklung in der Fläche betrachten. Also wir hatten schon vor, so ein Aha-Erlebnis zu vermitteln, indem wir diese ganze Vielfalt von Organisationen und Gremien aufzeigen. Aber letztendlich, das waren zu viel. Also wir müssen da auch weiter, wenn wir daran weiterarbeiten wollen, das doch reduzieren. Und dann viel detaillierter auch den Teilnehmern sagen, was jetzt zu tun ist. Unsere Teilnehmer sind natürlich heute zum ersten Mal damit konfrontiert worden. Und da geht es. Ist es nicht selbstverständlich klar, was für uns mittlerweile selbstverständlich ist. Und das ist nochmal so eine Erfahrung, dann im Rahmen des Workshops viel kleinschrittiger und klarer und auch vielleicht reduzierter die einzelnen Dinge zu erläutern. Also ich denke, der Kreis war soweit gut ausgewählt und auch in Ordnung. Und auch das Ergebnis, was rausgekommen ist, bin ich damit auch sehr zufrieden.